Genau so soll es beginnen. Guten Morgen. Heute am 8. Juli 2020, kann man doch lesen, oder? Der kleine Wegweiser zu meinem Kampf gegen die Dummheit. Also das ist das heutige Thema. Ach, klingt natürlich furchtbar überheblich. Ich weiß es ja. Aber man kann es ja beweisen, was für Dummheit. Das ist sicherlich viraler oder was ist so ein Schlagwort heute von denen, die da gar nicht verstehen, was sie von sich geben. Muss ich irgendwas noch haben? Ja, ich habe was ganz Besonderes rausgedruckt mir. Ja. Ach, hier Romans Forderungen, klar, das gehört dazu. Aber es ist nicht Dummheit, dass ich mich hier hinsetze und nur ein paar Minuten diesen Wegweiser mache. Es ist notwendig, dass man nicht vergessen wird von Google und Konsorten und gleichzeitig sie bittet, kommen Sie hinauf zu mir auf meine Wolke 7. Dort ist der ganze Beitrag dann irgendwann im Laufe des Tages auch sichtbar und danach. Und da kann kaum einer löschen. Ich weiß nicht, wer löschen sollte. Die hin und wieder auf meiner Seite da bei YouTube auftauchenden Video gelöscht oder was da so steht, alle bei mir sichtbar. Also die letzten beiden. Ich weiß gar nicht, habe nicht verfolgt. Es waren ja 8 in Diskussion. Vielleicht waren die 6 anderen Kämpfe erfolgreich. Nur 2 sind da als gelöschtes Video ausgewiesen. Völlig wurscht. Hinauf auf meine Wolke 7. Ich mache diesen Wegweiser erst später wieder komplett, weil ich dann den Link mit einbauen kann, der Sie direkt zu mir hinaufführt. Ohne Komplikation, nur anklicken, sind Sie oben. Ja. Und was ich immer vergesse zu sagen, sondern immer erst zum Schluss fällt mir ein zu sagen, Sie können ja jederzeit stoppen. Das muss ich am Anfang sagen. Es wird lang, denn der Hauptbeitrag, wenn ich jetzt mich wieder umdrehe und Ihnen wieder meine Wuschelhaare zumute, ich glaube, ich habe schon 46 Minuten Beitrag mit Vor- und Abspann und kleine Beiträge eingebaut. Das tun wir mal. Als erstes trinken wir mal schnell auf Ihre Gesundheit. Haben wir alles zur Hand. Nicht, dass wir hier Sauereien machen. Wir haben alles zur Hand. Komm schnell. Wohlsein. Zur Gesundheit. Ich habe hier so viel zu trinken. Obstsaft, Gemüsesaft ist noch im Kühlschrank, wenn ich Bedarf nachher habe. Und hier Melone, Kanne Tee, nicht Cannelloni, sondern Kanne Tee. So, der Tag wird ja lang, ich sag's ja. Wenn ich schon 46 Minuten vorbereitet habe, dann will ich zu dem und jedem was sagen. Ja, zum Beispiel habe ich vorbereitet, es laufen also die Kings in dieser besonderen Heavy-Version, I'm not like everybody else. Dann kommen die Beatles mit We Can Work It Out, das habe ich nochmal bearbeitet, wo der Text nur immer das, was sie singen, zu lesen ist und nicht das Ganze. Haben sich Leute beklagt, wie ich die Beatles dann so hinter den Text verstecken kann. Dann habe ich unterlegt im nächsten Beitrag die Musik von Chicago, Feeling Stronger Every Day. Ja, das ist so ein gutes Motto, das sollte man sich mal heranholen. Auch wenn man dann schaut, dass der Ringo gestern am 7.7.2020, hatte der schon seinen 80. Geburtstag. Und den Kerl müsste ich mal anschauen, wie fit der noch ist. Also, und in Würdigung dieses Knaben habe ich dann seinen Song Liverpool 8. Passt ja natürlich auch gut mit unserer Nummer 8. Dann kommt der Raphael Bonelli aus Wien, den muss ich nochmal einspielen, denn es gibt nicht viele Leute, die verstanden haben, dass die Masken überhaupt keinen Sinn machen und der Abstand erst recht keinen Sinn macht und all dieses blödsinnige, von oben herab diktierte, ich will mich jetzt nicht aufregen, das will ich oben tun, ein Schwachsinn ist, unterlegt mit der Musik von Electric Light Orchestra 10.538 Overture und ich glaube dann auch nochmal
First Movement, auch von denen. Dann habe ich so ein paar Minuten, so einen Ausschnitt aus dem Bundestag in Deutschland unterlegt mit einmal dem Napoleon XIV., ne? They coming to take me away. Und dann habe ich das Gruselkabinett nochmal aufgebröselt. Also die damaligen Politiker, die ich da eingefangen habe, das sind schon einige in Richtung Brüssel, haben sich auf den Weg gemacht, da diese mit den Stieraugen und die andere mit den Millionen Beraterverträgen. Ja, und das sind auch wieder unterlegt mit der Overtüre. Und dann kommen die Beatles mit dem Revolution Song. Und zum Schluss habe ich jetzt mal dann die Beatles The End eingespielt. Das ist nicht das Ende von mir hier jetzt, in diesem Fall keine weitere Drohung. Das ist nur so mal, weil es so, ich glaube, 4 Minuten ungerade. Und das passte gut mit dem allen, was ich da dann im Abspann laufen hatte. Also das können Sie oben erwarten. Da geht es dann auch um die Rentenlüge des Herrn Heil, würde ich sagen. Ich erwarte noch einen alten Gast, einen älteren Herrn, der mir sein Schicksal schon ewig geklagt hat, für den ich auch schon geklagt habe. Gott und die Welt, gelingt nur, keine Gewinne einzufahren, weil dieser Staat sich natürlich von einem einfachen kleinen Rentner nicht anpinkeln lässt. Ist ja klar, die haben ja immer recht, ne? Kommen dann da mit großen Versprechungen und der Schnitt ist dann nachher für die Rentenerhöhung derer, die da so was zu erwarten haben. Ich glaube, 85 Euro war in so einer Fernsehsendung. Dann geht es ja um den und dieses Früchtchen Tönnies und Konsorten mit dem Hopp in einem Boot, werde ich Ihnen beweisen. Ja, und dann sehen wir mal, was so alles ist. Ne? Also, ich kann sagen, stopfe hier, wahrscheinlich schon wieder viel zu lang. Nettes Wort von Mark Twain hier, ein bisschen lustig. Seien Sie vorsichtig mit Gesundheitsbüchern. Sie könnten an einem Druckfehler sterben. Das ist nicht ganz richtig. Ich habe vor Jahren, als ich die englischen Originaltexte von Dr. Norman Walker ins Deutsche übersetzt hatte, deutsche Ausgaben korrigiert an den entsprechenden Goldman Verlag, hieß das, glaube ich. Da interessiert sich doch niemand für den Inhalt. Denen ist das doch so egal, wurscht, was da für Nummern zusammengesetzt waren. Und daraufhin habe ich dann überhaupt Rezepturen erstellt. Ja. Und der Hippokrates von Kos, der sagte schon, Krankheiten befallen uns nicht aus heiterem Himmel, sondern entwickeln sich aus täglichen Sünden wieder die Natur. Wenn sich diese gehäuft haben, brechen sie unversehens hervor. Das Wort werde ich nicht in den Mund nehmen, versuchsweise. Bis später bei mir oben auf der Wolke. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Ciao.